Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück beim Forst. Ich fahre hier immer noch mit meinem Wagen durch die Gegend, auf dem Weg zum Futterstand, denn ich habe ein bisschen Hunger. Nein, ernsthaft. Ja, doch. Ich habe tatsächlich Hunger. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber jetzt geht's mir besser. Ach, da rollen ein bisschen Hölzer durch die Gegend, ne? Schon so beabsichtigt. Ja. Das funktioniert aber, glaube ich, auch ziemlich gut, was du hier feierst, ne? Also. Wir nutzen halt einfach mal die Physik der Umgebung, um unser Ziel zu erreichen. Jappa. Das zeugt davon, dass wir intelligente Wesen sind und die Eingeborenen nicht. Naja, mehr oder weniger intelligente Wesen halt. Baduschka, Immerhin bauen warum die keine machen die 20.000 Feuer? Tonnen großen, am Ufer gelegenen Strandfestungen, die sofort abbrennen, sobald der Blitz einschlägt, weil es ja dummerweise auch der höchste Punkt am Strand ist. Ach ja, stimmt, meint es ja, das geht. Ist ja doof. Warum liegt da unten Holz am Strand? Weil ich schwimmen gehen wollte. Holz kann schwimmen? Erzähl doch keinen. Nein, nein, also es geht unter wie ein Stein, deswegen heißt es ja auch Stein, ne? Ja. Und warum werden Schiffe dann nicht aus Steinen gemacht? Naja, weil Stein ja untergeht. Ja, aber Holz ja auch. Ja. Ja, ergo Weißt du, macht keinen deswegen, Sinn. die Titanic war ja auch aus Stein, weißt du, Ach, deswegen die ist sie auch Titanic war aus untergegangen. Stein. Ja. Die haben das alles nur verfälscht. Ach Warte, aber es ist aus so. Stein, ja. Ja, das ergibt natürlich dann jetzt auch Sinn, Ne? wenn man das jetzt genauer betrachtet. Könnte Warum jetzt ich. sagen, ich könnte jetzt fies sein, das World Trade Center war auch aus Stein, aber. Nee, das wäre jetzt geschmackslos. Das wollen wir jetzt Ja. nun wirklich nicht. Nein. Also, ne? Nein, Also. nein, tut mir leid. So, sowas, deswegen habe ich es ja auch nicht gesagt, ne? Also. Ich habe ja schön meine Klappe gehalten. Ja, wollte gerade sagen, man macht sich halt einfach nicht über Amerikaner lustig. Das, nee. Wobei, was hat sich für ein Scheiß? Natürlich macht man das. I Ich speichere mal believe I ganz kurz can eben. fly. Was? Weil ich hef ein bisschen das Gefühl, dass er gleich ein bisschen dunkel wird. Nein. Doch. Hier ist die anderen. Oh Gott, da hätte ich fast einen Kanickel überfahren. Sag mal, was macht das ganze Holz da hinten am Strand? Bist du wahnsinnig? Wie weit soll ich denn fahren mit dem Scheiß hier? Blablabla. Alter, der versenkt das ganze gute Holz hier im Ozean. Im Ozean versenken das Holz. Ich meine, gut, Alter, das ist ist kein wahrscheinlich. Gelände-Ferrari hier? Muss auch mal gucken, wo ich hier durchkomme. Uah! Alter, was für ein episches Licht hier einfach gerade mal herrscht. Ich muss es auf jeden Fall sofort mal festhalten für die Nachwelt. Oh ja, ich mag die Nachwelt. Scheiße. So, da hinten lag doch jetzt auch noch irgendwo einer, oder? Ich fahr. Nee, durchs Wasser fahren mit dem Wägelchen war Kackidee, ne? Nee. Ich War habe gehört, gute man hat Idee, mal eine sagst du? echt. Ja, ich habe gehört, da hat man eine echt super Aussicht. Ja, das stimmt. Da, also. Das kann ich dir also wirklich auch nur beipflichten. Das ist so. Aber ich möchte es jetzt trotzdem irgendwie ganz gern nicht drauf anlegen. Nicht. So, ich habe jetzt mal die vier Baumstämme hier eingesammelt, die du am Strand verteilt hast, ne? Ich hoffe, das war. Oh. Das war nicht so schlimm. Nö. Ja, wer weiß, was für Absichten du da hattest. Was du noch Ich habe es dir gestattet, sonst hätte ich dich aufgehalten. mit deinen geheimen vier Holzvorräten da vorhattest. Man weiß es ja nicht. Es gibt ja Fantasien auf dieser Welt. Da will ich ja nicht mal von träumen. Oh, Alter, du Schnauzer. bist so unglaublich merkwürdig und eklig. Hör auf damit. Nein. Und der freut sich auch noch darüber, die alte Pestbeule. Nein, Pestbeule bin ich nicht. Ja, stimmt, Obwohl du bist noch sie, schlimmer als was? die Pest. Ja, du wirst mich nicht los, wa? Richtig. Warte mal, die Pest ist man auch nicht losgeworden, ne? Doch, sonst hätte ich doch jetzt ja noch jeder, keiner, weil Ja, nee. tot. Die Pest losgeworden, ja, im Allgemeinen, aber nicht die, die es haben. Ja doch, die sind ja auch losgeworden, sind ja gestorben. Ist ein Argument.
So, 21 Hölzerkes brauchen wir noch, ne? Hast du gesehen vielleicht? Ja. Ist gerade übrigens schon ziemlich duster geworden hier, ne? Hast du vielleicht auch Ja, gesehen? das habe ich gemerkt, ja. Ist da noch Holz im Logsled? Ja, gerade habe ich gerade ein bisschen nachgefüllt. Ich sehe gar nichts mehr hier wieder. Hm. Oh Jo, ich würde Mann. sagen, dann setze ich mich jetzt einfach mal an. Nee, warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz frühstücken, bringe das Wägelchen nochmal ganz kurz eben mit. Vielleicht kann ich nochmal eine Portion abschmacken. Dann werden wir halt die letzte Ja. Folge für heute wahrscheinlich auch im Dunkeln machen müssen. Ja, man kann es halt leider nicht. Wo war ich denn da? Ich weiß nicht, wo dann so ein Bär ist. Okay, die Futtervorräte am Trockenstand hier, die werden aber langsam, aber sicher auch knapp. Bei mir nicht. Aber naja, ich muss auch mal wieder neu machen. Ja, ich habe da auch noch 4 Stück dran hängen, aber waren mal mehr halt, ne? Da musst du halt jagen gehen, aber du bist ja zu voll zum Jagen. Nö. Ich bin einfach nur zu beschäftigt dafür. Ich habe keine Zeit, um an Essen zu denken, so wie du. Ja, tut mir leid, dass das neue Foul ist beschäftigt. Tut mir leid, Ich dachte, also. du hättest hier irgendwo was nachgefüllt. Wo denn? Habe ich doch ein Lockslet. Ach, also nicht Lockslet, ein Lockholder. Ihr Stück Ja. hatte ich jetzt wieder nachgefüllt, aber es war halt nicht komplett. Ja, sehe ich. Hier hinten liegt nur ein Holz rum. Sehe ich auch. Ah, das hatte ich gesucht. Ach, natürlich genau das. Ja, ich hatte eins gerade gesucht, ja, das ist richtig. Mag vielleicht nicht genau das sein, aber könnte es gut sein. Man weiß es Ah, halt nicht. da hinten kommen sie schon wieder. Schön. Ja, das heißt, ich verpiesel mich dann jetzt mal mit meinem Wegelchen. Ah, ich habe noch einen Holzstamm gefunden. Meins. Da ist ein Crawler übrigens am Strand. Möchtest du mich vor dem beschützen? Ja, ich packe die noch mal etwas ins Wägelchen. Mach das. Wir können es natürlich auch alternativ einfach das Holz mitnehmen. Ah, da hinten kommt eine Taschenlampe an auch. Das So. Wägelchen hast du ja sowieso jetzt mitgenommen, denke ich mal. Oh, ich höre Musik. Hörst Musik. Ich höre Musik. Aber schön. Ach ja, da unten stehen sie. Ja. Im Der Prinzip können wir uns, Crawler. also wenn jetzt da vorne schon dicht wäre, dann könnten wir uns hier schon relativ cool zurückziehen. Ich kann da schon ein bisschen weiterbauen hier. Da an die Ecke kommt nämlich jetzt das Ding dran. Ja, manchmal ist merkwürdig, manchmal klackt der halt einfach nicht dran irgendwie. Da muss man halt neu aufmachen. Ich hab Plinkloin gemacht. Du hast Ja. Plinkloin gemacht. Würdest bitte mal jetzt hier dran gehen? Ach, die kämpfen gegeneinander. Schön. Ja, ist immer gut, ne, zu sehen, wenn die sich gegenseitig so ein bisschen bekebbeln. Ja. Nimmt dann so ein bisschen die Arbeit weg, wa? So, einen müssen wir dann wahrscheinlich noch nach hinten gehen, damit wir es hier vernünftig abgedichtet kriegen. Oder wir lassen es einfach überkragen. Überkragen ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, Weil da kommen die würde auch dann nicht sein. hoch. Das sind wir jetzt übrigens. Dieses Plinkploin gilt uns. Ah, da schon wieder so ein alte. Möchtest du oder? Da ist Ja, ich voll. mach grad mal. Ich geh mal, ich nehme mal die Molotows, ne? Also jetzt haben wir gerade, glaube ich, ein kleines Problemchen. Wieso? Sind da viele oder was? 1, 2, 3, 4, 9, 13, ah. Schaffst du schon. Ich glaube ganz fest an dich. Ja, gut, das. Nee. So, schon mal einer weniger. Zwei weniger. Drei weniger. Alter, was da hinten noch los ist. Ja, sag ich ja. Das Schöne ist halt, wenn die verbrennen, dann stehen die auf gar keinen Fall wieder auf. Ist das Fleisch denn auch dann schon gebraten? Glaubt ihr mal etwas hier von unserem Ding? Oder auch nicht. Wo immer der jetzt hin ist, ich gehe mal hinten rauf.
Ach, da unten sind sie alle. Oh Gott, ich gehe mal nach unten. Mach mal. Ich bleibe hier mal einfach auf meiner kleinen, hoffentlich sicheren Plattform. Nein, ich bin kein Schisser, ich bin nur vorsichtig. Kubi, geht's dir da unten? Wenn ich wüsste, wo die überall rumspringt, ganz gut. Hast du gerade, Ja, habe ich. Ah, guck mal, toll, die fressen sich schon wieder gegenseitig da. Ah, die hat jetzt einen Stein nach mir geworfen. Ich wusste gar nicht, dass sie es können. Ich auch nicht. Und ich hoffe halt mal, dass diese ganzen Eingeborenen sich gleich mal verkrümeln. Auch gerade zu Pink Boing. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, bei mir nicht. Boah! Sie liegt, los! Nimm sie dir, sie mag es doch auch. Muss der an. Ey, der andere ist da drin. Kann ich den da jetzt einfach. Es ist da wieder da drin, das ist unglaublich. Ja, den kriegst du. Da würde ich nicht Da. hingehen. Da stehen drei. Ich sehe schon. Die sind gerade am Frühstücken in einer Seelenruhe. Alter, ich überlege gerade krass, ob wir nicht vielleicht mal die Nacht skippen sollen. Bis zur nächsten Folge so, weißt du? Ich meine, letzte Folge habe ich ja eh Überlänge gehabt, dann reicht es, wenn wir diese Folge Boah, jetzt ich fahre vielleicht noch mal. Ich runter, glaube, das machen scheiße. wir. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben bescheißen uns jetzt hier nur ein bisschen die Hose voll. Und ich sage danke fürs Zuschauen, Däumchen nach oben und bis morgen. Tschüss.